Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender und im Wald. Bei mir steht noch aus, dass ich euch noch die dritte Geschichte von meiner Bundeswehrzeit erzählen muss. Dafür muss ich mich noch ein kleines bisschen warmer anziehen und bin diesmal auch adäquat gekleidet. Das ist die BW-Kälteschutz-Unterziehjacke oder so ähnlich. Irgendwie sowas um den Dreh. Kälteschutzjacke haben wir es immer genannt. Sehr, sehr lang geschnitten. Nierentechnisch, also die geht schön weit runter und sie hat diesen elends hohen Kragen, mit dem man auch super Corona-mäßig unterwegs sein könnte. Das spare ich mir jetzt, weil ich klemme mir da immer den Bart ein, wenn ich versuche, den zuzumachen. Das tut weh. Ja, hatte ich damals wirklich auch im Einsatz. Das ist also einer der dienstlich der Ausrüstung, also nicht genau dieses Ding, aber ich hatte so eine. Als ich beim entsprechenden bei der letzten Übung der Grundwehrdienstzeit unterwegs gewesen bin. Das nennt man beim Heer gerne Biwak. Da geht man nochmal 2, 3 oder eine ganze Woche, je nachdem, bei der Luftwaffe sind es eher 3 Tage, geht man da raus in den Wald und lebt da quasi im simuliert Feldlager kriegsmäßigen Zustand, in Anführungszeichen. Also für diejenigen, die davon keine Ahnung haben. Es gibt da wunderschöne Memes in Militärkreisen. Ich gucke mal, ob ich das Teil finde. Seit neuestem Urheberrechtsgesetz darf man sowas ja verwenden, ohne dass man da urheberrechtliche Strafen befürchten muss. Vielleicht finde ich es ja. Aber im Prinzip steht da, wo ist es schöner? Bei der Luftwaffe oder beim Heer? Und die Luftwaffe, die hat quasi so einen lustigen quietschenden Swimmingpool aus Gummi mit ich weiß nicht, ob noch schicke Babes dabei sind. Es gibt auch eine Variante mit Babes auf dem Flugzeugträger, ne, in der Sonne Cocktail schlürfend. Und beim Heer, die hocken quasi in einem Matschloch, das sie sich selbst gegraben haben mit dem MG im Anschlag auf der BW Mehrzweckunterlage, hier dieses Ding. Ne, ja, so gesehen. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre es bei der Luftwaffe natürlich erheblich schöner und es ist nicht ganz so. Trotzdem, ich war in jeder Hinsicht gerne bei der Luftwaffe, also Bundeswehr Light, bis auf diesen einen Aspekt, dass ich ein stinknormales Biwak, wie es das beim Heer üblich ist, privat ja auch ganz gerne eigentlich ganz witzig finde. Ne? So mit simplen Methoden im Wald hocken und in simplen Unterkünften pennen. Ich habe mir ja privat auch eine Dackelgarage zugelegt und schlafe da auch privat mal ganz gerne drin, weil ich das Teil eigentlich ganz witzig finde, solange man da jetzt nicht ganz, ganz lange. Ne? Aber, und es hängt natürlich auch sehr vom Wetter ab, wenn man das dann mitunter ziemlich miserablen Ausrüstung, die der Standard in Infanterist von Vater Staat so gestellt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen verbessert hat. Ich kann es mir aber nicht wirklich vorstellen. Dann ist das schon ungut in Anbetracht dessen, dass man dann daheim, das wäre auch für mich dahingehend schwierig gewesen, jetzt mit dieser Schrottausrüstung wirklich unter schwierigen Bedingungen draußen sein zu müssen, weil man hat daheim eine vollwertige Trekkingausrüstung, die Leben im Wald bei durchaus sehr, sehr, sehr angenehmen, Luxus möchte ich es nicht nennen, aber unter sehr angenehmen Bedingungen ermöglicht. Während bei der gleichen Temperatur nur mit BW-Krempel ein Leben im Wald nur unter sehr möglich ist. Ja, aber jedenfalls das echte Biwak, ich habe da nur Geschichten gehört, das muss wohl eine ziemlich harte Geschichte sein. Die Variante der Bundeswehr, naja, erstens mal, wir sind ja Flieger, das habe ich noch gar nicht erzählt. Der Dienstgrad, glaube ich zumindest, dass ich das noch nicht erzählt habe, nicht schneide ich es raus. Der Dienstgrad eines Bundeswehrrekruten bei der Marine ist Matrose. Das ist jetzt nicht besonders rühmlich, aber auch nachvollziehbar. Beim Heer ist es Schütze. Schütze so und so. Auch nicht weiter dramatisch, nachvollziehbar. Bei der Luftwaffe ist es Flieger. Ja, und da man als Flieger ja auch mal irgendwie zumindest ein bisschen geflogen sein muss, findet der Transport zum Feldlager zunächst mal mit einem großen LKW mit Mannschaftstransporteinrichtung statt. Das heißt, du springst da drauf und dann wirst du da hingefahren, wo du hin musst und dann springst du da wieder runter. Das großartige Gepäck, weshalb wir eben auch offiziell nur den kleinen Rucksack hatten, wir hatten nie den großen,
ja, hatte man dann schon so am Mann gehabt und musste sein eigenes Geraffel auch jeweils selber tragen, aber halt eben nur bis zum Verlade-LKW und dann konnte man da drauf springen und wurde dann entsprechend ins Feldlager, was 3-4 Kilometer vor der Kaserne im Wald gewesen ist, also nicht weiter dramatisch auf dem Truppenübungsplatz. Ja, da wurde man dann entsprechend hingefahren. So, und da gab es dann, weil wir ja die Lustwaffe sind, beheizte Großraumzelte. Beheizt. Ja, es war zwar Winter, aber mit dem beheizten Zelt ließ sich einigermaßen aushalten. Einziger Haken: als Isomatte auf dem doch recht harten, zwar durchaus ein bisschen mit isolierenden, aber doch harten Zeltboden, stand halt eben die scheiß BW-Mehrzweckmatte nur zur Verfügung. Ich meine, dieses Ding ist super. Ich habe die auch total gerne als Sitzunterlage und für mal eben in den Wald rennen und so Rucksackstabilisierung und so weiter und so fort. Aber wirklich drauf schlafen, ergänzend, wenn man noch eine andere Isomatte hat, tipptopp. Wenn man nur dieses Ding hat, na gut, wir waren jung und unsere Knochen haben es überlebt. Heute würde ich da, glaube ich, wirklich, wirklich keine besonders angenehme Nacht zubringen. Der Knackpunkt ist allerdings trotzdem, dass man sich ja theoretisch in dieser Übung im Alarmzustand befindet. Und da ich ja 2007 bei der Bundeswehr gewesen bin, hielt man es damals aus verteidigungstechnischen Gründen nicht mehr für besonders realistisch, dass es zum großen Vaterländischen Krieg kommt. Und hielt, also das bedeutet, irgendjemand greift Deutschland an und das Militär versteckt sich im Wald und schießt hinterm Baum hervor. Ja? Und da war man nämlich stattdessen der Meinung, es sei realistischer, dass man irgendwo ins Ausland muss, um dort auf humanistischer Mission unterwegs zu sein. So, das hat dazu geführt, dass man also bei uns im das war wirklich Abenteuercamp für junge Erwachsene. So in dem, also junge Erwachsene, muss man vorsichtig sein, waren vielleicht 2-3 dabei, aber die allermeisten von uns sicherlich diesen Zustand noch nicht ganz erreicht. Und es gab ein Dorf. Es gab zwischendurch einen Süßigkeitenladen, der hin und wieder auch mal von den Feinden überfallen worden ist. Und eine Kfz-Kontrollstelle, wo man dann Autos auf Sprengsätze und Ähnliches kontrollieren musste. Das mag eine gewisse Relevanz haben, keine Ahnung. Ich will mich zu verteidigungspolitischem Kram auch gar nicht äußern und will auch jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst der MAD, Militärischer Abschirmdienst, bei mir klingelt und meint, das darfst du doch alles nicht verraten. Andererseits, das ist ja auch schon wirklich lange her und also so lange jetzt auch wieder nicht, aber lange genug, dass das, glaube ich, nicht mehr ganz aktuell ist, insbesondere dass die Wehrpflicht in dieser Form ja noch nicht mal mehr gibt und man auch kein lustiges Abenteuercamp für junge, nicht ganz Erwachsene veranstalten muss. Von daher, naja, aber jedenfalls dieses Dorf wurde dann hin und wieder von Terroristen überfallen. Der Feind war auch Terroristen und nicht irgendeine komische andere Nation, wobei wir den Terroristen schon irgendeinen Namen, die kamen aus irgendeinem lustigen fiktiven Land. Ich habe leider vergessen, wie es hieß, es hatte irgendeinen lustigen Namen. Und ja, da gab es also einmal die Einwohner, die zu schützen waren, die da in dem Dorf gewohnt haben. Das waren dann auch meistens irgendwelche ein bisschen höheren Dienstgrade, Mannschaftsdienstgrade. Also wir waren Flieger, das waren Gefreite oder Obergefreite und hin und wieder war vielleicht noch ein Hauptgefreiter dabei, aber vielmehr vom Dienstgrad her waren die Nasen im Dorf sicherlich nicht. Und wenn man dann da im Dorf die eben retten musste und mit denen kommunizieren sollte, und zwar deeskalierend, damit es da eben nicht zu irgendwelchen Konflikten kommt. Oh, da kommt das deutsche Militär, die sind bestimmt alles Arschlöcher und so weiter und so fort. Und solche Kommentare hat man dann auch zu hören bekommen. Hier, Y-Tours, ne? Wer das schon mal gehört hat, Bundeswehrfahrzeuge haben ja ein Y drauf und das wird dann gerne als Y-Tours Freizeitfahrten bezeichnet, wenn die irgendwo rumfahren. Von bösen, bösen Leuten, die da Böses, Böses und so weiter vorhaben. Ne? Aber ja, jedenfalls hatte ich ein Problem, weil ich sollte deeskalieren im Dorf, damit sich die Dorfbewohner nicht so aufregen. Aber leider war da eine Dorfbewohnerin dabei, die mir unterstellt hat, ich würde sie zu fett finden. So, und das ist in der Realität schon eine Situation, mit der man wirklich nicht umgehen kann. Und unter diesen Bedingungen musste ich dann leider ein wenig lachen. Und dann ist es leider etwa ein bisschen eskaliert und dann kam der Funkspruch, wir mögen uns zurückziehen, weil die Situation so nicht mehr zu retten ist. Und ja, Fliegertüchsen war
inoffiziell vielleicht nicht ganz unschuldig dran. Hat aber keiner mitbekommen, dass ich das gewesen bin. Ja, um dann jedenfalls die Meute, die auf uns losgegangen ist, entsprechend abzuwehren, hat ein Kamerad, leider nicht ich, dann den Befehl bekommen, er möge doch mal die Luke beim Bundeswehr-LKW aufklappen. Da ist so eine Luke, lustiger, über dem Fahrerhäuschen. Und dann kannst du da raus und dann kannst du mit dem Gewehr machen. Und genau das durfte der dann auch tun. Und das hatte dann den gewünschten Effekt und die Meute war wieder weg. Das sind so Sachen, die sind mir wirklich hängen geblieben. Auch, dass man dann maximal 4 Stunden am Stück schlafen darf, weil man dann nachts geweckt wird, weil Alarm ist, weil die Terroristen, das sind die gleichen wie die Dorfbewohner übrigens, nur dass wenn sie Terroristen sind, haben sie so ein, hier so ein Schemmeck um. So ungefähr, also Corona eigentlich. Ja? Und die haben nämlich es geschafft, bei der Wache vorm Tor von unserem Feldlager eine Panzermine abzulegen. Sie sind hingelaufen, haben gesagt, Abend haben die Panzermine da hingelegt und die verwirrten Rekruten, die am Tor Wache hatten, haben einfach überhaupt nicht reagiert und waren so verwirrt. Dass die Mine dann da lag und haben dann entsprechend Anschiss bekommen und diese Nacht nicht mehr viel Schlaf, weil sie noch ein paar extra Wachschichten übernehmen durften, aufgrund dessen, dass eben sie so überhaupt nicht reagiert haben auf die Panzermine, die dann in unserer Einfahrt für den LKW und so weiter und so fort gelegen hat. War lustig. Und dann wurde man nachts hin und wieder mal geweckt, weil Alarm war. Und ich persönlich stand eigentlich die meiste Zeit, da habe ich ein bisschen Pech gehabt, hin und wieder durfte ich mal auf Patrouille gehen. Das war ganz cool. Da kamen dann auch wieder die Dorfbewohner, / Terroristen und haben irgendwelche lustigen Sachen angestellt. Ich habe mal einen im Wald gestellt und wollte wissen, was der da tut. Das Witzige war, ich habe den wirklich überrascht, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch schon so die Möglichkeit hatte, mich halbwegs qualifiziert im Walde vorzubewegen. Und der hatte Handyspeaker hier so, uns. Ich glaube, das war irgend so ein Song von so einem Typ, der immer wissen wollte, wie viel der Fisch kostet. Den gab es damals, der war da damals auch schon nicht mehr wirklich aktuell, aber trotzdem, ne? How much is the fish? Kennt man vielleicht, egal. Den habe ich auch nie groß nachvollziehen können, warum der immer wissen will, wie viel denn der Fisch kostet. Er hätte es doch mal googeln können. ja, jedenfalls, den hatte ich dann im Wald gestellt und musste ihn dann zum Verhör zu meinem Vorgesetzten bringen und das war lustig, weil der halt eben wirklich überrascht gewesen ist und man aufpassen musste, dass man nicht aus Versehen mit ein paar Platzpatronen voll lauter Schreck, den der dann hatte, aus Versehen mit ein paar Platzpatronen plöp macht. Übrigens, was habe ich noch vergessen zu erzählen bisher generell bei der ganzen Bundeswehrgeschichte-Sache? Das G36. Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob das jetzt ein gutes Gewehr ist oder ein schlechtes. Ich habe nie ein anderes gesehen, also abgesehen von Jagdgewehren natürlich, gesehen, nicht großartig benutzt. Aber in Anbetracht dessen, dass selbst ein Depp, also ich, der technisch keine Ahnung hat und der nicht besonders gut sieht und sicherlich auch nicht der Meisterschütze vor dem Herrn ist, was generell Bassenhandhabung angeht und die Option wirklich völlig ruhig zu sein und die Luft anzuhalten, wenn man den Abzug drückt, um dann einen möglichst präzisen Schuss zu setzen und so weiter, da habe ich mich bestimmt nicht mit sonderlich tollen Fähigkeiten hervorgetan, aber selbst ich habe mit so einem G36 auf 350 Meter Entfernung im krassesten Fall Blechkameraden umgeballert. Und zwar nicht mit 10-mal Schießen und einmal ist er getroffen, sondern mit 5-mal Schießen und 4 sind getroffen. Irgendwie so in dem Stil. Und das bringt einen schon zu dem Punkt, wo man im großen, großen Respekt, das war schon damals bei mir so und heutzutage hat sich das eher noch verstärkt, vor halbautomatischen Präzisionsgewehren bekommt. Weil die kannst du einem Depp in die Hand drücken, einem 21-jährigen Version von mir beispielsweise, und diese Depp ist dann in der Lage, auf 350 Meter relativ effizient Leute umzubringen. Das gibt einem zu denken. Das gibt einem wirklich, wirklich, wirklich zu denken, was so ein Sturmgewehr anrichten kann. So viel zum Thema Waffendebatte in den USA und so weiter und so fort. Ne? Also ich habe da so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn jeder an Waffen rankommen kann, ganz einfach. Und bin deshalb ein ganz großer Freund von der Idee, dass Schusswaffen tatsächlich nicht unbedingt leichtfertig herausgegeben werden sollten und schon gar nicht irgendwelche Kriegswaffen. Ne? Also die sind wirklich etwas zu effizient, meiner Meinung nach. Ne? Und
wie gesagt, keine Ahnung, ob das G36 ein besonders tolles Gewehr ist, aber es war auf jeden Fall toll genug. Toll, in Anführungszeichen. Je nachdem, wie man das dann sehen möchte. Weil nach 3 Monaten, selbst bei der Lustwaffe, konnte ich mit dem Teil wirklich richtig, richtig Schaden anrichten. Und jetzt stell dir mal jemanden vor, der eben dann mit einem vollen Magazin, und da gibt es theoretisch noch ein 100-Schuss-Magazin für das Teil, in einer Menschenmenge hockt und auf F schaltet. Das Ding hatte nämlich S, E und F. Wir haben das so übersetzt, wie in unserem jugendlichen Leichtsinn, mit S für schlafen, langweilig. Also S heißt sicher, ne? Sicherung. E, Einzelfeuer, war dann einschläfern, peng, peng, langweilig. Und F war für Fun. Ja, wenn es dann mal mit der Manövermunition wirklich funktioniert hat, und mit scharfer Munition durften wir nie Feuerstoß schießen. Ich weiß nicht, welcher Truppenteil das dann darf. Die Lustwaffe jedenfalls nicht. Ist auch in Ordnung, ja. Hinterher, wenn jemand dann Geschichten hört von anderen Leuten, die mit so ziemlich allen Waffen mal geschossen haben, inklusive Panzerfaust und so weiter und so fort, dann kommt einem schon kurz mal in den Hinterkopf, dass das sicherlich auch Spaß gemacht hätte. Man dieses Kapitel der militärischen Ausbildung leider verpasst hat. Ich habe Pistole geschossen, ich habe G36 geschossen, fertig. Pistole, übrigens nicht Hollywood-mäßig, peng, 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 peng. Die hebt man schon freiwillig mit 2 Händen. Die hat nämlich Rückstoß, und zwar ordentlich. Na, das nur mal am Rande angemerkt. Übrigens, witzig, wenn dann bei der Gefechtsübung, ne, Patrouillen anstanden. Dann hatten wir vorher gelernt, wie man sich bei Patrouille zu bewegen hat. Ne? Also man läuft da in der sogenannten Rotte durch die Gegend, sofern ich das noch zusammenkriege. Ja? Leute, bei denen die Militärzeit noch nicht so lange her ist oder noch andauert, mögen es mir nachsehen. Das ist vielleicht gar nicht auch ganz gut, wenn ich das nicht zu detailliert weiß, sonst klopft schon wieder der militärische Abschirmdienst. Hallo! jedenfalls war der Befehl, da habe ich zum ersten Mal, zum einzigen Mal, etwas richtig gemacht, was die anderen nicht richtig gemacht haben. Und zwar galt es, wann immer wir stehen bleiben, dann hat der vorne so diesen gemacht, dann musste man stehen bleiben, dann geht man in die Hocke, damit man nicht ein ganz so leichtes Ziel ist und geht ein bisschen runter und reduziert einfach die Möglichkeit, getroffen zu werden, sollte ein Beschuss stattfinden. So, und ich war der Letzte von ich glaube, 8 oder 10 Mann. Und ich bin als Einziger in die Hocke gegangen und alle anderen standen da dumm rum. Dann dreht sich unser Oberfeldwebel um und meint, was machen Sie alle falsch, was Flieger Tüxen richtig macht? Und alle, wupp. Ah, das war schön. Ja, auch witzig war dann immer, wenn man dann im Wald unterwegs war und dann hieß es, ja, peng, sehr passend, sehr passend. Und dann hieß es, Stellung. Stellung bedeutet wirklich Deckung suchen und so tief runter auf den Boden wie geht. Beim Heer angeblich bedeutet es, wenn du nicht in der Matschpfütze liegst, kriegst du hinterher Ärger. Bei der Luftwaffe heißt es einfach nur, naja, in Deckung gehen wäre hilfreich. So, und bei den ersten Malen wurde an der Befehl, wir haben das in der Theorie vorher schon erklärt bekommen. Und dann kamen die ersten Befehle, Stellung, und hast dich halt auf den Boden geschmissen und versucht hinter irgendeiner Wurzel, hinter Baumstumpf. Baumstumpf. Manchmal habe ich echt Wortaussetzer, ist ja schlimm. Hinter dem Baumstumpf verkriechen, könnte helfen. Aber manche waren einfach zu faul, sich jedes Mal auf den Boden zu schmeißen und haben sich dann hinter zum Beispiel so einen Baum gestellt. Ja, und teilweise auch hinter so einen Baum. Ne? Also das ist auch vorgekommen. Und dann kam halt der Oberfeldwebel, nachdem wir dann in der Stellung verharrt sind, und hat darauf hingewiesen, so, sind Sie sich darüber im Klaren, dass der Baum, hinter dem Sie sich zu verstecken versuchen, ungefähr ein Viertel so dick ist wie Sie selbst? Und selbst Leute, die sich hinter dem halbwegs dicken Baum versteckt hatten, sind sie sich darüber im Klaren, dass eine Maschinengewehrkugel durch sowas durchfliegt? Also, danach wurde uns jedenfalls dann langsam mal klar, dass Deckung bedeutet, das kennt man übrigens auch aus dem Jagdlichen, ne, Kugelfang. Kugelfang ist kein Baum, Kugelfang ist kein Stein, da können nämlich Splitter abfliegen und so weiter und so fort. Kugelfang ist immer Boden. Ja, und deswegen lernt man dann auch relativ schnell seinen Freund, den Kampfspaten,
zu schätzen, mit dem man sich eben Deckung auch entsprechend ausheben kann, da wo natürlicherweise keine vorhanden ist. Und ja, dann saßen wir dann auch in entsprechend lustigen, selbstgegrabenen kleinen Stellungen, wo man sich dann noch so ein kleines Hügelchen, so einen kleinen Wall vor sich selber hingebuddelt hatte, um da dann halt eben das Gewehr oben drauf zu legen, und sollte dann Beschuss kommen, kann man ganz schnell den Kopf einziehen, hat ja noch den lustigen Helm auf, und entsprechend in Deckung gehen. So, und so lagen wir da, also eine Reihe von 8 Mann, jeder mit seiner selbstgebuddelten Stellung und auf der BW Mehrzweck-Isomatte, wahrscheinlich auch mit diesem Ding hier an, was konnte mich durchaus vorstellen, natürlich noch was drüber. Das Ding darf nie außen getragen werden, das wird immer unten drunter getragen. Also hat man noch mindestens die Feldjacke, wenn nicht noch den Regenschutz entsprechend drüber, ne? Das nur noch zur Info. Aber jedenfalls kam dann der Feind. Das waren wieder die Terroristen-Dorfbewohner. Und wir sollten dann, nachdem wir den Feind angerufen hatten und der Feind sollte sich gefälligst ergeben, zurückziehen, sonst irgendwas, kam dann irgendwann der Befehl, nachdem der Feind dann auch auf uns geschossen hat mit Platzpatronen, durften wir zurückschießen mit Platzpatronen. So, das Problem ist jetzt folgendes: ein G36 wirft rechts nach rechts die Patronenhülsen aus, nachdem man geschossen hat. Ja, da fliegt dann jedes Mal die Patronenhülse raus. Wir lagen aber relativ dicht beieinander und der Typ ganz links, der hat sich gefreut, weil er der Einzige war, der nicht vom Kameraden links neben sich, weil der hatte ja keinen links neben sich, dauernd Patronenhülsen abbekommen hat, die bei dem aus dem Gewehr gesprungen sind. Das ist dann etwas gewöhnungsbedürftig, wenn du mit Patronenhülsen beregnet wirst, während du selber deinen Nachbarn auch mit Patronenhülsen beregnest. Dankenswerterweise ist bei dieser Übung Patronenhülsen auch das Einzige, was mal abgesehen von Schall das Gewehr verlässt, weil sind halt Platzpatronen. Man will ja nicht wirklich die Dorfbewohner-Terroristenkameraden mit Manövermunition sieben. Manövermunition ist jetzt nicht ganz so heftig wie richtige Gefechtsmunition und solche Späße, aber Aua macht die auch, mehr als Aua. Also da bin ich rückwirkend ganz dankbar, dass das nur Platzpatronen waren. Aber man hatte tatsächlich den Befehl, jetzt auch wirklich auf die Kameraden zu zielen, die da irgendwie wie die lustigen Kanickel hinter so einem Grasbüschel hochgekommen sind, hinter dem nächsten verschwunden sind. Das klingt jetzt alles witzig, aber damals war das in der Kombination eben mit der Sache, dass unsere Ausbilder da einen auf ernst gemacht haben, war das für uns auch ziemlich ernst. Und ich glaube, rückwirkend mag das für die meisten von uns lustig sein. Aber wenn du dann da mal dabei bist, dann war das schon so, dass man da wirklich Adrenalin hatte und auch echt das Gefühl hatte, man wäre jetzt in einer gut simulierten, natürlich simuliert, das wusste man, ja, aber dass man doch in einer halbwegs realistischen Kampfsituation sich jetzt befindet. Und ich schildere das jetzt auch absichtlich ein bisschen lustig, aber da waren schon Momente dabei, da war man sich schon bewusst, und da möchte ich jetzt auch wirklich mal was Positives über unsere Armee sagen, dass man hier Soldat ist. Und man war ja wirklich Soldat und nicht alles, was wir gemacht haben. Und ich möchte die nicht lustigen Teile und die ernsteren Teile vielleicht auch gar nicht groß erzählen. Aber wir haben da auch wirklich Sachen gemacht, wo ich schon das Gefühl hatte, dass das jetzt hilfreich ist. Und ich hatte nach meiner Grundausbildung auch tatsächlich das Gefühl, dass ich jetzt vielleicht nicht der Elitekrieger bin, aber ich habe mich schon wie ein Soldat gefühlt und hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt so halbwegs in der Lage wäre, bei Kampfhandlungen einigermaßen teilzunehmen und einigermaßen zu wissen, was ich da dann entsprechend tue, und wäre auch in der Lage gewesen, weil man ja wirklich auf die Kameraden dann auch gezielt hat, und war mir oft sicher, dass wenn das jetzt keine Platzpatrone gewesen wäre, wäre der Blechkamerad da vorne umgefallen. Und in dem Fall war es halt kein Blechkamerad, sondern einer aus Fleisch und Blut. Und wirklich ein Kamerad natürlich. Ja? Und. Also bei allem Jux und bei allem Pups und Piepenstein, und vielleicht kann ich es auch nicht hundertprozentig beantworten und beurteilen, aber so ganz mies war die Ausbildung dann auch wirklich doch nicht. Und das wurde mir halt spätestens bei diesem auf die sich theoretisch nähernden Kameradenschießen bewusst, weil auch wenn das lustig aussah, wenn die da hochgekommen sind und wieder runter oder auch mal rumgekrochen sind, und selbst da, uns wurde immer beigebracht, dass man ja den Hintern unten halten soll, wenn man rumkriecht, sonst hat man eine Kugel drin. Ja? Und genau das habe ich dann auch mehrfach
Peng gemacht, weil ich entsprechend Hintern gesehen habe, die dann wahrscheinlich auch getroffen worden wären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da mehrere von den Kugeln auch gesessen hätten. Und dann lernt man wirklich ganz schnell auf diesem Wege, Learning by Doing, nicht bei rumkriechen, sondern bei, die kriechen jetzt so rum, wie wir es gelernt haben und machen es nicht perfekt. Und schwuppdiwupp hätte ich ihnen jetzt eine Kugel in den Hintern verpasst. Und dann lernt man es relativ schnell. Und für mich zumindest, ich denke nicht, dass jeder meiner Kameraden diese Erkenntnis hatte, aber für mich zumindest wurde dann schon gegen Ende meiner Grundausbildung und dann auch bei den Geschichten, die ich dann später in der Stammeinheit gehört habe, von Leuten, die auf Afghanistan zurückgekommen sind, also die da wirklich im Einsatz waren, wurde mir dann auch irgendwann mal ein bisschen bewusst, dass das lustige Kinderferienlager, in Anführungszeichen, was wir da hatten, A, durchaus lehrreich gewesen ist und B, schon mit einem gewissen Ernst verbunden ist. Macht das Spaß für junge Männer? Natürlich. Das macht Spaß. Ja, das ist einfach so. Das kann man jetzt scheiße finden, aber das macht Spaß. Aber ja, wenn man das mal reflektiert, was für eine gefährliche Waffe einem hier in die Hand gegeben wurde, was man damit mit ein bisschen Wissen und ein bisschen Ausbildung an Schaden anrichten kann, gibt es einem schon zu denken. Auch gerade wenn man generell über Kriege, die es bisher so auf dem Planeten gegeben hat und so weiter und so fort, da mal ein bisschen drüber nachdenkt, was dazu führt, dass mir die Idee mit irgendwelchen scharfen Metallgegenständen aufeinander einzuprügeln, nach wie vor irgendwie sympathischer ist als Hightech-Vernichtungsmaschinen, mit denen du den Finger bewegst und innerhalb von, 4,8 Sekunden oder was, 30 tödliche Projektile mit extrem hoher Geschwindigkeit über extrem lange Distanzen und extrem hoher Präzision durch den Wald schießen. Also dann echt lieber so eine Kriegsaxt, auch wenn das schlimm aussieht, wenn die jemand im Schädel stecken hat. Aber das ist dann wenigstens, sagen wir mal so, damit jemand mit einer Kriegsaxt Kloster überfallen kann in Großbritannien, der vorher aus Dänemark gekommen ist beispielsweise, ne? Also das, was man dann klassischerweise für das Wikinger bezeichnet, da musste er eine Weile üben, mit dieser Kriegsaxt umzugehen. Und er hat bei jedes Mal ein ziemlich hohes Risiko dabei umzukommen, und selbst ein einfacher Bauer kann den mit der Mistgabel im Zweifelsfall aufspießen. Wenn ich mir angucke, was ein Soldat mit moderner Militärbewaffnung gegen unbewaffnete Zivilisten oder mit Heugabeln bewaffnete Zivilisten anrichten kann, das gibt einem einfach ein bisschen zu denken, ne? Also ich bin jetzt nach wie vor kein Pazifist und ich würde auch nochmal zur Bundeswehr gehen. Aber ja, es hat mich mitunter wirklich nachdenklich gestimmt. Jedenfalls bin ich auf einem Flugplatz gelandet, ja, und mit dazugehöriger Kaserne, und war dort in der zuständigen Nachschub- und Transportstaffel. Also eine Staffel bei der Luftwaffe heißt eine kleinere Einheit, die für etwas Bestimmtes zuständig ist, ist eine Staffel. Ja, also als ob sie rumfliegen würden. Dabei ist die Nachschub- und Transportstaffel eben nicht für den fliegenden Nachschub und Transport, also höchstens fürs Beladen des fliegenden Transports, zuständig, sondern fährt eher mit Auto rum. Ja, und dann bin ich entsprechend gebrieft worden, wie man denn große Fahrzeuge, also Mercedes Sprinter, Vito, irgend so einen komischen Kastenwagen, also wirklich so das Größte, was man fahren kann mit einem Klasse B-Führerschein, wie man mit den Dingern jeweils hantiert, und durfte mit denen dann über den Flugplatz heizen, um von der Phantom, das ist so ein ziemlich veraltetes, inzwischen auch, glaube ich, außer Dienst sich befindender Kampfflieger, der tatsächlich noch rumgeflogen ist, bevor der Eurofighter aktuell wurde, der brauchte beim Landen einen Bremsschirm. Der kam dann hinten raus und hat dafür gesorgt, dass die nicht irgendwo am Ende von der Landebahn wieder runterrollen, weil sie halt zu wenig sonst Bremspower gehabt hätten. So, und damit die Landebahn auch immer schön frei ist, muss man dann sofort rausfahren auf die Landebahn, sobald man per Funk das okay bekommt, den Bremsschirm einsammeln, hinten auf den Truck schmeißen, in Anführungszeichen, und wieder runterfahren, im Fall, dass der nächste Flieger direkt wieder runterkommt. Da hatte man also schon Action. Das heißt, man stand die meiste Zeit tatsächlich nur rum und hat darauf gewartet, dass jemand runterkommt. Aber wenn jemand runterkam, dann hatte man Action. Fand ich eigentlich ganz cool. Also da gibt es wirklich dümmere Jobs, die man haben kann. Und mein zweiter wesentlicher Job, den ich so gemacht habe, war Piloten rumfliegen.
Piloten rumfahren natürlich, wo die halt hin wollten. Das war insbesondere deswegen schön, weil man konnte in der Pilotenlounge darauf warten, dass jemand meinte, dass er einen Fahrer braucht, weil die selber durften nicht fahren, die durften wohl fliegen, aber nicht fahren, weil sie waren ja nicht ausgebildet, wie man ein Bundeswehrauto fährt, hätten sie logischerweise auch selber gekonnt. Aber nein, Dienst ist Dienst, ne? Und Vorschrift ist Vorschrift, drum musstest du also einen günstig bezahlten Wehrdienstleistenden meistens als Fahrer entsprechend haben, der dich durch die Landschaft kutschiert. War denen, glaube ich, ganz recht, die wären auch zu faul gewesen. Und vor allen Dingen, wenn sie wirklich mal auf den Flieger mussten, dann hatten die so einen Haufen Geraffel, inklusive diesem lustigen Helm, den Jetpiloten nun mal haben, dabei, dass sie da wahrscheinlich auch nicht wirklich Spaß gehabt hätten, das jetzt noch alles in den Kofferraum zu werfen und so weiter und so fort. Die haben sich dann samt Geraffel hinten eben auf die Bank in so einem Sprinter oder ähnlichem gehockt und anschnallen ist nicht auf dem Flugplatz, da gilt keine StVO, da gilt nur militärisches Zeugs und dann, je nachdem wie eilig sie hatten, konntest du dann dein fahrerisches Können unter Beweis stellen. Und für mich war das dahingehend cool, dass ich auch das Gefühl hatte, ich mache hier irgendwas Sinnvolles, weil sich eben auf besagtem Flugplatz, das darf ich glaube ich verraten, dass die existiert, die deutsche, süddeutsche Alarmrotte befunden hat. Und die süddeutsche Alarmrotte ist tatsächlich unsere Luftverteidigung für Süddeutschland. Wenn also irgendwas reingeflogen kommt nach Süddeutschland, das potenziell böse sein könnte, dann gibt es entsprechend Alarm. Und hätte ich damals zu diesem Zeitpunkt, wenn da wirklich was passiert wäre, Dienst gehabt, wäre ich vermutlich derjenige gewesen, der mit Karacho und dann auch mit den notwendigen fahrerischen Fähigkeiten, dass man das notfalls auch wirklich schnell kann, das sollte man dann hin und wieder mal abends, wenn es keinen gestört hat, auch mal ein bisschen trainieren. Also auf der 40er Straße dann mal 120. Ja, ich war jung und es war lustig, egal. Jedenfalls wäre ich dann zuständig gewesen, dafür zu sorgen, dass die Piloten, die den Bösewicht im Zweifelsfall abschießen, der da angeflogen kommt, rechtzeitig zu ihrem Flieger kommen. Heißt, wenn du unterwegs Scheiße baust, deine fahrerischen Fähigkeiten überschätzt und die Piloten quasi noch gar nicht beim Flieger ankommen, vorher ist das Auto schon umgekippt, dann wäre schlecht. Ne? Wenn du hingegen wirklich gut fährst und schnell fährst, dann sind sie ein paar 30 Sekunden früher in der Luft. Das ist auch durchaus relevant. Und da ich wirklich ein paar Mal auch eben für die Alarmrotte den Dienst hatte und dann auch zuständig gewesen wäre, tatsächlich, wenn da ein Alarm gekommen wäre und einmal war ein Probealarm, das wussten wir allerdings, dass es ein Probealarm ist, und da war schon Action. Da war schon auch wirklich Adrenalin dahinter. Übrigens, bei so einem Probealarm hat es ein Kollege, also ein Kamerad, der Auffahrer war, tatsächlich geschafft, noch ein bisschen spät, weil er woanders gewesen ist und da sollte er noch schnell jemanden hinbringen und da ist er eben auch im Alarmmodus ziemlich flott und ziemlich unvorsichtig gefahren und ist dummerweise mit seinem Kastenwagen, also so ein Sprinter, das sind ja diese klotzigen Autos, ist er dummerweise hinter den gerade im Start befindlichen Eurofighter geraten. So, und so ein Eurofighter, das habe ich mir gemerkt, der hat 120.000 PS. Wenn er den Nachbrenner anhaut und dann ist der auch anders als das olle Phantomteil, was über die Landebahn und der Eurofighter hat immer gefühlt. War wirklich, wirklich beeindruckend. Und da bebt die Erde. Wenn der mit Nachbrenner losfliegt, da bebt wirklich die Erde. Also ich will nicht an CO2 denken in der Hinsicht, aber es war für den jungen Mann echt beeindruckend. Ich habe es damals schon gewusst, dass der Benzinverbrauch dafür wirklich, Kerosinverbrauch dafür wirklich nicht gesund ist, aber das war schon krass. Und ja, wenn du da ist dann so eine Ampel, die halt verhindert, dass man hinten am Flugfeld noch vorbeifährt, während da eben der Flieger steht und gerade seine Nachbrenner zündet, weil der Abgasstrahl, also die Explosion, die da quasi hinten aus dem Triebwerk rauskommt, hat eine derartige Power, dass die einen Mercedes Sprinter oder ähnliches, wenn er versucht durchzufahren, umschmeißt. Genau das ist passiert. Das war dann auch ein entsprechendes Ereignis. Ja. Galt als Betriebsunfall, der hat dann sich entschuldigen müssen und wäre bestimmt nicht sonderlich viel zusätzlich befördert worden, aber allzu schlimme Konsequenzen hatte der auch nicht tragen müssen, der Kamerad, dem das dann passiert ist in dem Fall. Es sind auch alle unverletzt gewesen, das Auto ist relativ langsam, weil es ja erst reingefahren ist und dann... Ja, also ohne schlimmere Verletzungen, ich glaube auch ohne Schleudertrauma oder ähnliches, alles davon gekommen. Jo,
das wär's gewesen, glaube ich. Mehr fällt mir jetzt zumindest in der Kürze der Zeit, kann ich nicht noch mehr erzählen. Das ist ja ohnehin schon Überlänge. Deshalb jetzt ganz schnell. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant und ein bisschen was Spannendes dabei und wünsche euch einen schönen Abend. Hier bei mir wird es jetzt auch dunkel. Ich muss gerade gucken, dass ich wegkomme, zumal da, hier könnt ihr mal sehen, welche Videos in welcher Reihenfolge gedreht sind. Ne? Hier steht noch so ein Zelt rum. Entweder ist das jetzt ein Spoiler für irgendein anderes Video, in dem so ein Zelt mal relevant wird. Oder ihr habt das Zelt woanders schon gesehen und ich glaube, es war ein Spoiler, aber gut, dann seid ihr jetzt gespoilert, irgendwann ist dann nochmal so ein Zelt relevant. Bis morgen, da ist jedenfalls nicht das Zelt. Macht's gut.